Guten Morgen, Mallorca! Ja, und einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier in Andratsch und zwar gibt es hier einen Kakteengarten. Habe ich gedacht, gehen wir mal früh morgens hin. Da kann man recht gut spazieren gehen und es gibt jede Menge Kakteen hier zu sehen. Nicht übermäßig groß, aber doch, ich denke mal, allein die Schwiegermüttersitze, wie es so schön heißt, da gibt es hier reichlich von. Ja. Wie sieht das aus, wenn man einen Kaktus verschenkt? Immer ein Paket Pflaster dabei, soll helfen. Naja, und klar ist ein Kaktus nichts für einen Kindergeburtstag. Also tut ja immer ordentlich Aua. Noch sind unsere Kaktusfeigen nicht so weit, dass man sie essen kann. Also kommt dann irgendwann, dann kann man die auch essen. Dann wird das wieder richtig Spaß, sich die auseinander zu pulen. Ja, was gibt's zu sagen? Apropos Garten und wie gesagt Rathaus. Ich bin hier beim Rathaus in Andratsch und die haben diesen Kakteengarten irgendwann mal angelegt. Also wer sich für Kakteen interessiert, der kann sich das anschauen. Vielleicht am Mittwoch, wenn hier Markttag ist. In Andratsch ist immer Mittwoch Markttag. Da kann man sich das anschauen und ja, wenn man zufällig hier ist, auf den Bus wartet und hat noch ein bisschen Zeit, einfach mal durch den Kakteengarten. Das so ein kleiner Tipp von mir. Zu den aktuellen Zahlen, ja, es geht ja in den Nachrichten immer rund, dass die nach oben gehen. Ich habe heute Morgen einen Anruf bekommen von einem Gärtner, mit dem ich zusammenarbeite. Der hat gesagt, du Michael, ich schaffe es nicht, nach Montuiri zu dem Kunden den Pool zu machen, also mich darum zu kümmern. Meine beiden Kinder sind heute Morgen in die Notaufnahme gekommen mit einem Covid-positiven Test und er kann nicht kommen, weil A, klar, die Töchter im Krankenhaus und B, er jetzt erstmal einen PCR-Test abwarten muss, obwohl er geimpft ist. Also, wie gesagt, mir gibt das manchmal zu denken, wenn die Zahlen nach oben gehen und das lesen wir ja, in Andalusien sind sie nach oben gegangen und unser Gärtner ist eingefleischter Mallorquiner, also wie dicht im Umfeld Leute sind, die schon mal Covid hatten oder Covid haben. Und da kann man einfach nur sagen, manchmal ist man da wirklich zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, wenn man jetzt sieht, wo die Ansteckung bei denen sind. Man kann Glück reden, vom Glück reden, dass man das selber noch nicht hat. Und ich finde, ist ein Thema, wo man ernst drüber reden muss und es nicht einfach mit irgendwas begründen muss. Auch wenn man sich nach Freiheit sehnt. Ich denke, irgendwie kann man die machen, auch ohne Maske. Aber man sollte vorsichtig sein. Also, wer von euch was zu den Kakteen weiß hier, also die sind auch mexikanische, ich gehe da jetzt gar nicht rund, weil wenn ich mich umdrehe, blendet die Sonne so dermaßen heute. Da seht ihr das? Ja, also von daher alles im Lot. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder heute Abend beim Kaffeeklatsch. Da können wir mal über Mücken reden. Sticht ja auch, also so ähnlich wie ein Kaktus. Und ihr habt so ein paar Tipps gehabt in dem letzten Video. Die wollen wir doch nochmal besprechen mit euch heute Abend im Kaffeeklatsch. Also, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.